Ich bin Thomas Weinberg, bin hier in Aachen geboren, bin Springreiter, 27 Jahre alt und habe meine sportliche Laufbahn eigentlich schon mit sehr, sehr jungen Jahren angefangen. Hatte das Glück, hier auf dem Hof aufzuwachsen, wo meine Eltern natürlich beide schon intensiv Sport auf höchstem Niveau bestritten haben. Das Konzept dieses Hofes habe ich so ausgelegt, dass ich natürlich zu einem Teil meinen eigenen Sport hier betreibe und natürlich den An- und Verkauf von Pferden hier mache. Ein gutes Pferd muss ausgebildet werden. Da steckt sehr, sehr viel Know-how hinter und sehr, sehr viel Arbeit und Training. Ich habe hier bis zu 52 Boxenkapazität zur Verfügung, habe auch einige Wohnungen hier und Gästezimmer. Deswegen habe ich hier so ein Konzept Equihotel ins Leben gerufen. Leute können, egal woher aus der Welt, ankommen mit ihren Pferden, mit ihrem Personal oder ihrer Familie, ganz egal. Und dann natürlich mit mir zusammenarbeiten, indem wir zusammen auf Turniere fahren oder hier trainieren. Das hier ist der sogenannte Stopover Stable. Der wird genutzt von Reisegästen, das heißt von Leuten, die auf der Durchreise sind, entweder vom Norden Europas in den Süden, um zum Beispiel Turniere wie Arezzo oder Oliva zu bereisen. Einfach damit die Pferde nicht zu lange auf dem Transporter stehen. Wenn ein neuer Kunde sozusagen auf mich zukommt, sieht es normalerweise so aus: Wir setzen uns im ersten Gespräch zusammen und gucken erstmal, was ist das Ziel? Wo soll es sportlich hingehen? Kurz- bis mittelfristig und natürlich auch langfristig. Und wie lange hat man Zeit, um sein Ziel zu erreichen? Wenn wir wissen, was ist unser Ziel, geht es eigentlich insofern weiter, dass ich das Paar zusammen erstmal bei mir im Training sehe. Dann will ich das Paar auch auf Turnieren sehen, damit ich selber einen realistischen Stand habe, wo man wirklich steht. Dann mache ich mir erste Gedanken, wo sind die Schwachpunkte beim Reiter? Was muss ich mit dem Reiter für Aufgaben machen, um seine Schwächen zu trainieren, um seine Schwächen einfach zu verbessern? Weiche Hand. So, gut, Jill. Hand vor, rechtes Bein. Pass auf die Schultern auf, richte dich auf. Nur nach oben mitgehen, nicht nach vorne. Halt dich am Reiten und linkes Bein. Gut jetzt. Ich setze mich natürlich dann auch auf die Pferde drauf. Reite die Pferde, arbeite die Pferde, springen die Pferde auch. Weil für mich ist es wichtig, ich bin selber Reiter, das heißt, für mich ist das Auge allein nicht genug. Ich will halt mein Gefühl und meine Erfahrungen als Reiter mit in das ganze Training einbinden und fühle einmal an, wo sind die Probleme. Kommt es vom Maul, geht es gegen das Bein oder ist es ein gesundheitliches Problem? Wie ist das Pferd beschlagen? Ist es vielleicht nötig, dass der Tierarzt sich das Pferd mal anguckt oder der Zahnarzt? Dann relativ schnell versuche ich für dieses Reiter-Pferd-Paar die richtigen Sporen, das richtige Martingale, die richtige Zäumung. Im Grunde alles, was dazugehört. Braucht das Pferd einen besonderen Polster unter den Sattel? Passt der Sattel überhaupt? Wir haben einen extrem komplexen Sport und oft ist es so, wenn Leute neu im Sport sind, die stellen sich das alles sehr, sehr einfach vor und meinen, man kann dann zaubern und man kann ganz kurzfristig da Ergebnisse hervorbringen. Meistens ist es so, der langsame Weg ist der korrekte und der ist auch nachhaltig.